Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mal wieder ein neuer Song von Nougat. Featuring Savvy. Das ganze Ding heißt Paranoid, ja, Paranoia. Bin ich gespannt drauf. Schon länger nichts mehr von Nougat gehört, einfach weil, ne, ist ja oft so, die ganzen, ne, mal gibt's Songs, die einem gefallen, mal gibt's Songs, die einem nicht gefallen. Ist ja auch immer wieder gut, so, wenn der Künstler sich austestet. Ob es dann für einen selber passt, ist dann halt immer dahingestellt, finde ich. Weil oft ist, wird ja immer gesagt, ja, ne, mach mal wieder deinen alten Scheiß und dies und das und jenes. Ich denke mir da immer jedes Mal, ja, wäre schön. Aber auf der anderen Seite, ey, der Künstler entscheidet, was er machen will und wo er Spaß dran hat. Oder was er zurzeit ausdrücken will. Und ja. Deswegen freut mich das umso mehr, wenn es dann halt mal wirklich solche Songs hier gibt. Und sonst muss man sich irgendwie einen anderen suchen oder sich anpassen oder whatever. Ja. Deswegen, ich bin gespannt, was das Ding hier kann. Und ob es mir diesmal wieder gefällt. Bin ich ganz ehrlich. Aber wir gehen rein. Paranoia, let's go. Ein bisschen so Weekend-Vibes, wa? Ob ich mich lieb oder hasse, die Gedanken kreisen tief in der Nacht. Ein paar Tropfen pro Meter ziehen in mein Glas. Ich werd taub und mir wird langsam warm. Die Lunge pfeift, mein Blick ist starr und ich hab. Aber ich muss sagen, mir gefällt's. Also mir gefällt's. Klar, ne, vielleicht abgekupfert, vielleicht nicht. Who the fuck cares? Mega geil. Nougats Stimme ist sowieso geil. Geil. Wie gesagt, wenn er sich austestet. Aber das ist ein geiler Sound. Das ist ein geiler Sound. Gerade mit seiner Stimme. Angst vor mir. Schon wieder schweif ich völlig ab, kann mich nicht konzentrieren. Fuck all die Geister, ja, sie machen mich paranoid. Die Angst diktiert, ich schreib alles auf. Ich bin verwirrt, der Raum ist voller Rauch. Ich hab zwei, drei, vier. Benzos in mein Bauch, please help me out. Wie komm ich hier raus? Junge, diese Stimme. Junge Nougat, was machst du immer wieder mit mir? Diese Tage fühlen sich an wie ein Traum, doch die Augen sind auf. Wie komm ich hier raus? Die Gedanken in meinem Kopf viel zu laut. Also mach ich mich taub. Wenn die Angst dich greift und die Bade nicht reicht, dann ist die Paranoia alles, was bleibt. Oh, das muss ich nochmal hören. Junge, erst macht er hier einen auf, oh, gefühlsvoll, hier, pass auf, macht hier schön auf hoch, runter die Stimme, wo du dir schon denkst, boah, das geht schon wieder perfekt unter die Haut. Und dann dreht er wieder ab und macht, ne, haut da ein bisschen mehr Power in die Stimme. Jetzt schon alleine, was für ein schöner Song, ne? Also Real Talk, was für ein schöner Song. Wow. Wie komm ich hier raus? Die Tür geht nicht auf. Starker Eingang. Ein Raum ohne Fenster, alle Wände sind grau. War schon länger nicht draußen, Sonne brennt in den Augen. Die Angst frisst mich auf, ich glaub, du kennst das auch. Ja, wir leben exzessiv, Alkohol, exzessiv. Was für Young, Wild. Depressiv, Xanax oder Teledin, anstatt Therapietermin. Niemand hier hat eine Antwort, also gibt es Medizin. Die Angst. Boah, aber passt. Also muss ich ehrlich sagen, passt Stimme, ne, es ist nicht so die. Es ist nicht so eine außergewöhnliche Stimme, ne, wie zum Beispiel Nougat sie jetzt hier raus, immer wieder auspackt. Aber es passt einfach. So, ne, es ist so eine coole Stimme, weil er. Dass mir seinen Flow wieder wegmacht. So, also Savvy. Mega geil.
Wie gesagt, ich hoffe, richtig ausgesprochen. Da haben wir nämlich keine Haftung, keine was auch immer. Aber geiler Part. Geiler Part. Oder crazy Part, sagen wir so. Ne? Ihr wisst, Drogen bin ich ganz raus. Aber vom Sound her. Wild. Oh, da müssen wir nochmal wieder zurück. Therapietermin. Niemand hier hat eine Antwort, also gibt es Medizin. Die Angst diktiert, ich schreib alles auf. Ich bin verwirrt, der Raum ist voller Rauch. Ich hab 2, 3, 4 Benzos in meinem Bauch. Please help me out. Wie komm ich hier raus? Alleine mit diesem Piano, Keyboard da im Hintergrund, das macht so viel aus. Ey. Das ist krass schön. Das ist auch wieder, das ist halt so das Krasse, finde ich halt, an Nugas Musik, ne? Die ist so schön und so, die geht so unter die Haut oder so in, es ist sogar schon an die Seele, ne? Dass du fühlst den Shit halt einfach und dann hörst du worüber oder, ne, pass auf diese Lyrics auf und hörst diesen scheiß Drogenshit, dass mir einfach, wo mir einfach jeder leid tut, der da in diese Scheiße gefangen ist und ich hoffe, dass da jeder rauskommt. So, ne, ich persönlich, zum Glück war da nie drin. Ich hoffe, ich komme da nie rein. So Gott will. Ich meine, ich kenn's nur selber, ne, wenn man die Scheiße mit Alkohol ertränken will, hatte ich auch eine kurze Zeit, Gott sei Dank. Aber das ist jedes Mal wieder krass. Und genau dieser Satz, der gibt mir einfach immer wieder Hoffnung. Nicht nur für Nugat, sondern für alle da draußen. Genau das. Klar, er sagt, ich hoffe, ich gebe nicht auf. Aber alleine dieses Denken, so, ne? Weil dieses Denken sagt ja schon, ich gebe nicht auf. So, und das hoffe ich einfach, dass jeder das da draußen schafft. Und ich wünsche das auch jedem, dass der nicht aufgibt, da rauskommt auf dieser Scheiße, seine Antworten findet, so wie Savi es gesagt hat, ne? Mit dem keine Antwort. Deswegen nehmen wir Medizin. Scheiß auf Medizin, findet Antworten. Ich hoffe und wünsche es jedem da draußen von euch. Ist verrückt. Ist verrückt, was so scheiß kleine Pillen oder Pulver oder whatever einfach anrichten können. Es ist hammerhart. Dass sie ja sogar noch am Ende rauspacken, ist krass. Wie gesagt, ne, zu den Lyrics will ich nie immer zu viel sagen, weil ich halt weit weg bin von die. Was heißt weit weg? Weil ich nicht drin bin in der Materie, sagen wir es mal so. Klar, ne, man sieht's, man hört's an vielen Stellen. Vielleicht gibt's sogar in Umgebung von einem selbst im Freundeskreis oder ne, im entfernteren im Freundeskreis solche Geschichten. Ja, wie gesagt, ich will immer nur das Beste dafür für die Leute, deswegen mache ich diesen Scheiß auch, ne, damit ich vielleicht irgendwo durch, auch wenn es nur ein kleiner Satz ist, dass die Leute sich nicht alleine fühlen, dass sie vielleicht Hilfe suchen, vielleicht ihre Antwort finden und. Vielleicht nehme ich mir da auch zu viel raus, aber muss ich ehrlich sagen, hatet mich dafür, habe ich kein Problem mit, weil ich weiß, ich will nur das Beste für die Menschen oder für euch da draußen. Ja, deswegen gehe ich auch nicht so oft darauf ein. Klar, wer schon viele Reactions von mir geguckt hat, ne, wenn nicht sogar vielleicht alle, der weiß, dass ich auch öfter tiefer reingehe in die Materie. Ist immer tagesabhängig, weil ab und zu, da bin ich auch ehrlich, da bin ich so ein Mensch. Ne, es gibt Tage, wo ich sage, okay, gut, ich muss das jetzt sagen, ich muss das rauslassen. Vielleicht treffe ich damit jemanden, vielleicht helfe ich damit jemanden. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich mir denke, ey, sei einfach ruhig, ne, bleib lieber auf diese musikalische Ebene und ja, bleib einfach ruhig und warte ab, sag ich mal. Weil manchmal, muss ich auch ehrlich sagen, finde ich einfach nicht die Wörter dazu. Vielleicht
Vielleicht heute auch wirklich nicht. So, aber ja. Ja, das dazu zu den Lyrics, aber musikalisch, also soundtechnisch, wunderschöner Sound. Melodie, wunderschön. Klar, ne, hat ein, ne, kommt einem bekannt vor, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass The Weeknd sich so diese Melodie einverleibt hat, sag ich mal so. Ne, er hat angefangen, das ist das erste Mal, dass man den damit gehört hat. Man hat ihn oft gehört, man hat das so ein bisschen viel gehört. Deswegen vergleicht man das. Aber ich sag ganz ehrlich, ist ein wunderschöner Sound, den Nougat perfekt umgesetzt hat mit seiner wunderschönen Stimme. Wow. Schön, also wirklich wunderschön darauf, seine Stimme draufgepackt. Wirklich sehr emotional gemacht. Savvy auch, coolen Flow reingepackt. Wie gesagt, nichts Außergewöhnliches, aber muss ja auch nicht. Du musst nicht außergewöhnlich sein, um einfach eine geile Musik zu machen, um einfach deinen Traum zu leben oder whatever. Und deswegen, Savvy passt perfekt dazu, fand ich. Deswegen, geiles Ding. Wirklich sehr, sehr geiles Ding. Hat mich sehr gefreut, das Ding zu hören. Und bin gespannt, was da noch in Zukunft kommt. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.